Willkommen, Freunde, zurück bei Rise of the Tomb Raider. Und ich wollte mal eben noch was nachgucken, bevor wir weiterspielen. Und zwar hier haben wir einen Marktplatz und da steht eine große 9 davor. Schaut mal hier. Karten haben wir noch gar nichts, aber. Doch, Karten haben wir. Aber das ist erstmal da können wir doch später nochmal. Hier wollte ich mal Geschenke einfach mal reinschauen. Ein Kartendeck. Können wir uns hier eine Karte aussuchen? Alle Karten umdrehen. Flup. Okay. Interessant. Schwupp. Bisschen Credits dazu bekommen. Was haben wir noch? Was haben wir hier? Noch mehr Credits dazu bekommen. Aha, ein Kartenpack, das ihn mit dem Wildnis überleben. Aha. So, alle Karten drin. Plus, ich habe nämlich da die Deluxe-Edition hier. Da waren noch so ein paar Sachen dabei und da wollte ich halt mal eben reingucken. So, 5 Stück haben wir noch. Noch ein Kartendeck. Schub. Oha. Plus 100. Wir starten ohne Munition. Hihi. Toll. Das heißt, muss man erst alles suchen dann. Na, herzlichen Glückwunsch. So, was haben wir hier? Noch mehr Karten. Ausdauer. Flup. Ah ja. Okay. Und noch ein paar Karten. Schum. Hallo. Ja, Kopftreffer bringt Bonusmunition und gewährt unbegrenzte Giftpfeile und so weiter und so fort. Gut, das haben wir ja noch. Und noch ein paar Karten. Geisterkostüme, herzlichen Glückwunsch. Okay. Und das letzte. Ah ja. So. Das wäre also das. Und ich muss meine Maus da. Und ich würde sagen, wir gehen zurück und machen einfach dort weiter, wo wir aufgehört haben. Wir haben da ja zum Schluss noch die eine sehr freundliche Person getroffen, die uns gedroht hat, bei unserem nächsten Zusammentreffen wird sie uns einen Pfeil in den Hals jagen. Das hoffentlich können wir das vermeiden, das wäre doch sehr wünschenswert. Wäre das doch. Wir müssen hier die Anlage untersuchen. Bei der alten Sowjetanlage. Ich bin zu einer alten Sowjetanlage vorgedrungen, aber Trinity ist mir voraus. Die Einheimischen in der Nähe haben versucht, sie zu verjagen, aber Trinity hat sie abgewehrt und gefangen genommen. Meine beste Chance, die verlorene Stadt zu finden, liegt jetzt irgendwo in dieser Anlage. So schaut's nämlich aus und ich würde mal sagen, los geht's. Schauen wir uns hier nochmal ganz kurz um, aber hier ist nichts mehr. Beim Gucken, ob wir hier noch. Können wir was machen? Nein, können wir nicht. Sieht nicht so aus. Mal eben kurz das Inventar. Aber, ja. Das ist alles Munition. Können wir uns Munition? Nein, dafür fehlt. Nee, nee. Das geht gerade mal nicht gut. Jo, so schaut's aus und ich würde sagen, los geht's. Da unten liegt was. Wo
Wo ist es? Das habe ich doch gesehen. Hier hat es irgendwo geglitzert. Da. Das habe ich gesehen. Sind denn da was? Sieht nicht danach aus, nein. Da kommen wir nicht rein. Können wir das hier öffnen? Sieht nicht so aus, gut. Also weiter. Linke Maustaste gedrückt halten, um Pfeile herzustellen. Wir haben 25 Pfeile. Ich kann nichts für ihn tun. Alle Einheiten neu. Der erste Tag in Sibirien und es passiert. 2 Jahre in Afghanistan, 1 in Indonesien und nichts. Aber ein Tag hier im Eis und zack, ich erledige einen. Die Augen des Mannes wurden glasig und er flehte mich um etwas an. Kein Russe, keine Ahnung. Ich blieb bei ihm und sah zu. Erst war er noch da, dann nichts mehr. Nur noch Fleisch. Ich habe in den Schnee gekotzt. Der war ganz rot von Blut. Jetzt ist er nur noch Fleisch. Und ich lebe. Konstantin sagt immer, dass wir aus einem besonderen Grund hier sind und Gottes Werk tun. Allmählich erkenne ich das. Okay. Boss, Konstantin ist vom Gefängnis hierher unterwegs. Wir müssen alles in Ordnung bringen, bevor er ankommt. Hey, hört mich jemand? Nein, ich würde sagen, dich hört keiner mehr. Aha. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Komplett irre. Greift 3 bewaffnete Männer mit einer Axt an. Keine Ahnung, wie die einen davon lebend kriegen konnten. Wer zur Hölle sind diese Leute? Laut Erstaufklärung sollte ein altes Dorf in den Bergen sein. Haben dort bloß Bauern erwartet. Wir dachten, sie würden sich kampflos ergeben. Warum? Moment mal. Das sehe ich mir an. Bleib in der Nähe. Grimm! Du gehörst mir! Ja! Ich hätte... Oha, klingt nach unten. Kann also doch plündern. Aber bitte keine Hunde. Da ist eine große Kiste. Ne, ist gar keine Kiste. Ah, hier stand doch gerade noch was. Genau hier. Haben wir noch einen Baum? So. Oha. Da kommen noch mehr von ihm. Na super. So. Zieh. Sofort. Ich hatte ein paar Minuten keine Schüsse mehr gehört. Ich glaube, wir sind sicher. Verlass dich bitte. Bleiben wir fast, damit der Funk zum Gefängnis überläuft. Wir sind auf uns allein gestellt. Das war Konstantins Hubschrauber. Was zur Hölle will der hier unten? Schwer zu sagen. Einheimische wurde zum Verhören lebend gefangen. Ist 3 Männer gekostet. Ich schätze, die Zentrale will wissen, was dabei rauskommt. Konstantin erwartet mehr von uns. Jemand muss für diesen Fehler bezahlen. Die Munition hat Priorität.
Sie muss getrennt bleiben von den Rationen. Ich glaube, wir sollten sie in Reichweite haben. Yes, Sir. Was zur Hölle? Shit. Die meisten Rationen sind bei der Explosion verbrannt. Was kommt das denn her? Ja, es lief nicht ganz so gut, aber Gefahr erstmal gebannt, würde ich sagen. Aua. Weil es da oben noch einer ist, hier. Oh. Soll ich denn da hoch? Geh irgendwie da hoch. Der hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Was haben wir hier? Ich weiß, ich habe schon zweifelhafte Jobs gemacht. Und ich weiß, dass du das nicht gut findest. Aber diesen Vertrag konnte ich nicht ablehnen. Ich will schon seit Jahren für Trinity arbeiten. Sie sind diskret, die Bezahlung ist Wahnsinn. Sie haben immer irgendwas. Und jetzt bin ich hier und will wieder weg. Wir sind in einer verlassenen Sowjetanlage, mitten im Nichts. Niemand sagt uns unwichtigen Externen, was los ist. Aber ich glaube, wir verhelfen ein paar echt miesen Typen zu einer Atombombe oder etwas ähnlich Furchtbarem. Und das wäre noch der beste Fall. Melde dich, wenn du das liest. Ich habe uns einen sicheren Kanal im Netzwerk verschafft. Bei einer solchen Operation bräuchten sie bessere Sicherheitsmaßnahmen, aber dafür haben sie wohl mich engagiert. Oha. Weg ist er. Da ist er futsch. Ah, sehr schön. Wir haben hier verschlossen. So eine. 2 von 4 haben wir gefunden. Perfekt. Wir müssen da weiter.
Sonst haben wir hier gerade gar nichts. Okay. So. Oh nein. Hopp. Das war irgendwie so klar. Oh. Ich war fast abgerutscht. Und rein. Juhu. Autsch. Erstmal weg damit. Brauchen wir jetzt nicht. Die nehmen wir mit. Oh, eine Pistole. Nicht nur du, deine ganze Familie. Hi. Sie haben ihn gefangen. Muss. Oh nein. Nein, nein, nein. Oh doch, 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 er ist tot. Oh. Wieder zu spät. Benötigen wir einen Dietrich? Na gut, dann gehen wir halt erst hier durch. Ah, jammer. Sturmgewehrmunition. Ah, hier oben durch, okay. Oha. Wie sieht's aus? Ich weiß nicht, ob ich das Leck schließen kann. Wenn nicht, setzen wir das Rohr zusammen, bis wir ein neues Ventil haben. Keine Ahnung, ob wir noch irgendwelche Teile finden. Ja, schon wieder. Du hattest die Verantwortung. Ja, Sir. So viel Widerstand war unerwartet. Du solltest beobachten. Mein zweites Paar Augen sein. Du musst wissen, was bei dieser Operation auf dem Spiel steht. Ja, aber... Nein. Nein. Bist du nicht. Nein. Wie könnte das jemand... Ganz ruhig. Ganz ruhig. Angst vor dem Schmerz. Hat er dir jetzt das Auge zerquetscht? Unser Ziel ist fast erreicht. Aber wir müssen besser aufpassen. Der Erfolg hier bringt uns eine neue Welt. Eine nach unseren Vorstellungen. Konstantin, Sie werden umgehend beim Gefängnis gebraucht. Ein Gefangener weiß vielleicht was über das Artefakt. Bleibt im Glauben und ihr werdet Teil der Herrlichkeit der göttlichen Quelle. Mit ihm. Nein! Keiner fasst ihn an. Wir haben wohl noch ein Treibstoffleck. Was zur Hölle ist passiert? Das Ding ist 50 Jahre alt.
Versagen. Okay, dann schließen wir's. Wir dürfen nach dem Angriff nicht noch mehr verlieren. Okay, ich mach das. Es gibt noch Probleme mit dem Treibstoffsystem. Schlagt noch keinen Alarm. Wir arbeiten dran. Verdammt. Die Kupplung ist hin. Kannst du mir mal helfen? Ja, klar. Dass uns der da oben nicht sieht. Zum Scheiß Treibstoff. Wie sieht's denn aus? Verdammt! Na los! Jemand ist hier! Ausschwärmen. Haltet die Augen offen. Gefunden! Oh. Es geht Stirb! Autsch! Shit! Mal gucken, ob ich die auch plündern kann oder ob wir verbrennen vorher. Den nehmen wir mit. 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 Ich hoffe, hier drin war sonst nichts mehr. Doch, der. Das ist nur eine Flasche. Ah, das hier will ich noch haben. Nehmen wir mit. Ah, noch was? Sieht nicht so aus. Ich glaube, wir. Doch, hier ist noch was. Munition. Die war da oben auch noch, da kommen wir nicht mehr dran. Okay, Freunde, ich würde mal sagen, das soll es für heute gewesen sein. Wir machen im nächsten Part hier weiter und ich da erstmal bis dahin. Noch mehr Sowjetpropaganda. Die Nacht wird uns nicht an der Arbeit hindern. Ich sage erstmal bis dahin und macht's gut. Ciao.